alles sind meine Klamotten. Hallöchen Mädels! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Ich habe heute ein etwas anderes Video für euch und zwar werde ich meinen Kleiderschrank ausmisten, deswegen auch die andere Perspektive. Ich habe euch das in meinem Vlog schon erzählt, dass ich bei der lieben Madalas kleine Welt, ich verlinke euch ihren Kanal hier oben in dem i, ein Video gesehen habe, wo sie ihren Kleiderschrank ausmistet und auch noch ein paar andere Sachen, aber ich habe den ersten Teil bisher gesehen, gestern Abend. Und sie macht das nach einem ganz bestimmten Prinzip, nach dem Prinzip von Marie Kondo, wo sie auch das Buch gelesen hat. Die hat wohl auch mehrere Bücher geschrieben. Ich kenne die Dame nicht. Ich habe das gestern zum ersten Mal gesehen und dachte mir, das klingt interessant und das könntest du auch mal probieren. Weil, ja, ich habe doch ziemlich viele Leichen hier in meinem Schrank, wo ich einfach weiß, dass ich sie nicht mehr trage, weil es mir nicht gefällt oder ja, die Sachen zu groß sind oder was, nachdem ich jetzt abgenommen habe, oder es einfach nicht gut aussieht, ich mich damit nicht wohlfühle, was für mich ein ganz wichtiger Faktor mittlerweile ist. Weil, ja, auch das habe ich euch in dem Vlog erzählt, ne, es bringt mir rein gar nichts, wenn ich ein Kleid habe, was wahnsinnig sexy aussieht, aber ich mir selbst darin vorkomme wie Wurst in Pelle. Und von daher, ja, werde ich jetzt mal gucken, was ich so an Klamotten habe. Ich werde alles, wirklich alles hier auf mein Bett schmeißen, das werdet ihr gleich sehen. Und werde dann, ja, aus diesem Stapel gucken, was ich davon noch brauchen kann. Ich bin mal gespannt, wie das wird und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So Mädels, da sind wir wieder. Wir stehen jetzt hier vor meinem Kleiderschrank, den ich euch jetzt leider hier nicht ganz zeigen kann, weil ich ihn nicht ganz aufs Bild kriege. Aber ja, ich würde den jetzt mal für euch öffnen und wie gesagt, es ist ein bisschen unordentlich. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Aber gut, ich mache das jetzt und zeige euch den, wie er jetzt im Moment in diesem Zustand aussieht. Wie gesagt, ich versuche den immer aufzuräumen, aber ja, es hat nie wirklich funktioniert. Ja, das ist mein Kleiderschrank. Shame on me. Ich habe hier schon ein bisschen was liegen, das werdet ihr gleich sehen. Was ich aus anderen Schubladen geholt habe und aus dem Flur. Und hier vorne an der Tür hängen noch Klamotten, die habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gesehen, wenn ich hier an meinem Schminktisch sitze. Der ist nämlich hier vorne jetzt so. Und ja, dann habe ich noch eine Jacke an der Garderobe hängen, die gehört natürlich auch mit dazu, weil Ziel ist es wirklich alles, was ihr besitzt, so habe ich es verstanden, egal ob das Jacken, Hosen, Oberteile, Kleider, Socken, Unterwäsche oder was weiß ich ist, alles auf einen Haufen zu schmeißen und dann zu gucken, okay, was brauche ich davon und was brauche ich nicht mehr und vor allen Dingen, was fühlt sich gut an? Also sie meinte irgendwie, sie hat das so erklärt, dass die Marie Kondo das so meint, dass man die Sachen anfassen soll, was ich jetzt so ein bisschen, ja, das fand Mella auch so ein bisschen komisch, aber gut, ich probiere das einfach mal in meiner Not, ne? Wie ihr seht, ja, die Not ist groß. Der Nachteil an dieser Aufräummethode, Achtung Ironie, ist natürlich, dass man nichts mehr wiederfindet. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr das hier oben seht. Das sind halt meine ganzen Oberteile. Da finde ich nichts mehr. Ne? Also müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das so ein bisschen kontraproduktiv ist, was ich hier versucht habe. Ja. Sie hat auch irgendwie gesagt, nachher beim Aufräumen wäre es gut oder wichtig, die Sachen irgendwie nicht. Also ich denke mal, ich mache das so wie jeder Normalverbraucher, dass ich die Sachen halt, ne, ihr seht das jetzt noch so ansatzweise, so staple. Aber sie meinte, das wäre irgendwie nicht gut, weil man soll das so falten, dass man halt jedes Teil irgendwie griffbereit hat. Gut, ist jetzt bei mir ein bisschen schwierig, gebe ich zu, weil ihr seht das, ne, ich habe hier nur so einen Schwebetürenschrank und da habe ich keinerlei Schubladen. Die einzigen Schubladen, die ich habe, sind da vorne an meinem Bett, am Nachtschrank und hier in meinem neuen Kallax-Regal. Aber das ist halt nicht so groß, dass ich die ganzen Klamotten da reinkriege und das brauche ich halt für Nachtwäsche. Aber ja, ich werde mal versuchen, das irgendwie hinzukriegen nachher. Ihr werdet mich zwar jetzt nicht sehen oder wenn, dann von ganz weit weg und auch wahrscheinlich nicht so gut hören, deswegen muss ich ein bisschen schreien. Aber ja, anders kann ich euch das leider nicht zeigen, weil ich
weiß gerade nicht, wo ich hier bei dem Berg anfangen soll. Aber gut, wir arbeiten uns einfach von oben nach unten durch. Sie meinte zwar, vom Prinzip her sollte man mit den Oberteilen anfangen, ja, aber die habe ich Döspaddel jetzt ganz da unten. Und ja, ich kann versuchen, da mal ein paar rauszufischen, aber gut, ich fange einfach mal an. Nützt ja nichts, ne? Ich werde mir, ja, versuchen, zwei Haufen zu machen, behalte ich oder kann weg. Es wird wahrscheinlich einige Teile geben, das weiß ich jetzt schon, das ist bei Kosmetik ja auch so bei mir, wo ich sage, ich will das nochmal testen, obwohl das ja eigentlich, ja, das hat sie auch gesagt in ihrem Video, Schwachsinn ist, weil wenn man schon zögert, dann sollte man das weggeben, weil, ja, dann zieht man es sowieso nicht an, es sei denn, man, also entweder ist man sich sicher oder man lässt es eben, ne? Ihr versteht, was ich meine, denke ich. Und, ja, von daher hoffe ich, dass auf diesem Vielleichtstapel nicht zu viele Klamotten landen. Ich bemühe mich. Aber gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich werde euch ein paar Teile zeigen, denke ich, aber das meiste dann im ja, Schnelldurchlauf wirklich, weil ich glaube nicht, dass ihr Bock habt, mir jetzt, keine Ahnung, wie lange das dauert, 2, 3 Stunden oder was, mir hier zuzugucken, wie ich meine Klamotten aussortiere. Ach ja, eins noch. Ich werde versuchen, weil es eben dann weniger wird, das auf den Bügel zu hängen, weil ich mag das lieber. Das hat die liebe Mella auch gesagt, dass sie das lieber hat. Weil ich habe eben diese Möglichkeit nicht, um die Klamotten irgendwie so zu schichten, dass man sie sieht. Und auf dem Bügel, finde ich, sieht man sie 1A, zumindest ja, Pullover und Oberteile allgemein. Jetzt T-Shirts nicht so, aber ja, Blusen und sowas, Tunikas und sowas, ich halt alles so habe. Deswegen habe ich mir hier das erste Teil gegriffen. Das ist hier so ein ja, Kuschelpulli in Oversized wieder. Ihr wisst, ich mag das, ne? In Größe 44 ist der noch. Ja, den habe ich damals schon angehabt, also ne, zu meiner etwas molligeren Zeit. Und jetzt ist er natürlich noch mehr Oversize. Der hat hier so, ja, so ein Ausschnitt da hinten, ist nichts Besonderes, aber ich mag den irgendwie. Und ja, gerade im Winter finde ich den kuschelig und deswegen behalte ich den auf jeden Fall. Mein Morgenmantel, ja, meinen rosefarbenen, den behalte ich natürlich auch. Das ist auch der einzige, den ich habe. Der kommt dann wieder ins Bad. Ja, den werde ich nicht in den Kleiderschrank legen hier, weil den brauche ich immer im Bad, der gehört dazu. Genauso wie meine Haar-T-Shirts. Ja, das sind eigentlich so normale Männer-T-Shirts für ein paar Euro, die jetzt auch schon ziemlich ramponiert sind. Aber ich habe davon noch so 2, 3, 4 Stück, die ich brauche, um meine Haare zu trocknen. Ich mache das ja immer mit der Plopping-Methode. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt in meinem, ich glaube, Spa-Video war das, dass ich das so mache. Und von daher, ja, behalte ich die auf jeden Fall alle, weil die brauche ich. So, hier haben wir aber so ein Teil. So ein, ja, wie nennt man die? Baby-Doll oder was? A, ist es durchsichtig, ist gar nicht meins. B, habe ich gesehen, ist das hier, ja, kaputt. Ich war wohl irgendwann mal zu dick und habe da nicht so ganz reingepasst. Irgendwo war es am Reißverschluss. Und ich weiß auch nicht, ich sehe da drin aus, als ob ich schwanger wäre. Und nein, das bin ich nicht. Und von daher, ja, kommt das weg. Keine Diskussion. Da sind wir jetzt eiser. Ja, hier habe ich meinen Blaumann. Für alle, die sich jetzt fragen, wofür braucht die sowas? Das brauche ich immer zum Renovieren. Wenn ich hier streiche und so, weil ich möchte mir meine Klamotten, die ich habe, nicht versauen. Dann habe ich mir halt damals so eine Latzhose gekauft, so eine blaue. Und die bleibt auch, weil die, ja, brauche ich nicht oft, aber ab und zu brauche ich die. So, dann habe ich hier ein Kleid und ja, das werde ich weggeben. Das ist noch wie neu. Ich habe das, glaube ich, noch nie angehabt. Es ist A, nicht meine Farbe, das ist mir viel zu knallig. Ich mag sowas nicht, ihr wisst das. Ich mag eher so, Entschuldigung, gesetztere Sachen. Und ja, vom Schnitt her finde ich es schön, aber wie gesagt, die Farbe ist nicht meins. Das ist so, das schreit so, hallo, hier bin ich. Und ja, das bin ich nicht. Und von daher kommt das weg. Ich schmeiße das jetzt alles auf den Boden. Wie gesagt, ich werde das nachher noch sortieren nach wirklich, ja, ist noch gut, kann ich weggeben, kann ich in die Altkleider geben, kann ich spenden oder kann ich sogar verkaufen, je nachdem, weil ich habe ja auch ein paar Sachen bei, die ja, waren schon nicht günstig, die, wo ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich weggeben werde. Und ja, von daher werde ich davon auch wahrscheinlich ein paar Sachen verkaufen. Das nächste ist hier so ein Rock, so ein Dreiviertelrock. Ja, den liebe ich abgöttisch, gerade zu Stiefeln zum Beispiel. Mag ich den voll gerne. Ja, das habe ich früher ganz gerne angezogen. Mittlerweile muss ich aber sagen,
wenn ich das anhab, dann komme ich mir irgendwie fett vor. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Keine Ahnung, vielleicht weil das hier auch so gefüttert ist oder was. Oder vom Schnitt her. Ich mag den Stoff, ich mag auch so das Tragegefühl, aber ja, ich habe immer den Eindruck, ich bin fett da drin. Und wenn Frau 1 nicht will, dann ist es fett aussehen und deswegen, ja, kommt das weg. Weil das geht mal gar nicht. So Mädels, wir nähern uns langsam dem Ende hier. Was heißt dem Ende? Hier liegt immer noch genug, wie ihr seht. Aber ja, ich habe euch jetzt mal wieder eingeschaltet, weil wir kommen jetzt zu Kleidern, also zu Abendkleidern, wenn man so will. Da habe ich nämlich auch ein paar. Und dann anschließend zu Strickjacken, weil das ist auch nochmal so eine Abteilung. Ja, das ist voll schlimm. Ich habe hier zum Beispiel so ein Kleid, das habe ich auf der Kommunion von meinem Großen angehabt und seitdem nie wieder. Ich muss sagen, ich mag das auch nicht so sehr, weil das hier diesen, wie nennt man das? Na, wie nennt man das denn? Diesen Verschluss hier. Neckholder, genau, diesen Neckholder hat. Und ich habe halt nicht viel oben, ne? Dementsprechend muss ich halt immer ein BH anziehen. Und BH und Neckholder, ja, passt nicht zusammen. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wann ich das nochmal anziehen soll. Also ganz im Ernst, so auf großartige Feiern oder keine Ahnung, was gehe ich nicht. Und ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich müsste das unbedingt behalten. Ja, anders ist das bei dem Teil hier. Das habe ich relativ neu. Hatte ich Weihnachten an. Ja, das hat mein Schatz mir gekauft. Er fand das so schön. Er liebt rot an mir, wegen den blonden Haaren. Und ja, hat es mir dann gekauft. Damals war ich ja noch ein bisschen pummeliger, ne? Da sah ich da aus wie ja, sonst was drin, durch den Tüll und so. Aber jetzt muss ich sagen, geht das. Ich hatte das letztens nochmal an, um es anzuprobieren. Und ja, zu Weihnachten war mir das echt Spack hier hinten. Aber jetzt passt mir das. Und auch hier wieder, ich weiß nicht, wo ich es so anziehen soll, aber ich möchte gerne eins behalten. Ich habe insgesamt 3, glaube ich. Und eins möchte ich behalten und das ist dieses hier, weil das finde ich irgendwie am schönsten und ich mag Rot auch voll gerne an mir. Und das letzte müsste das hier sein. Das ist mein, ja, mein Abschlussballkleid quasi, also von meinem, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich das angehabt, zusammen mit so einem, ich habe mir damals hier so ein Gürtel gemacht aus, na, wie sagt man denn, Geschenkband. Aus hellem, weil ich hier diesen hellen Blazer dazu anhatte. Das ist warm, den habe ich schon wieder in den Schrank geräumt, weil den mag ich echt gerne. Und das Kleid wird auch wieder da reinkommen, weil, ja, ihr seht das vielleicht, das ist ein ganz normales Kleid. Das kann man nämlich auch im Sommer anziehen. Und das ist nämlich mein Ziel. Und das hat hier Taschen, was sehr ungewöhnlich ist für ein Kleid. Eine schöne Länge bis übers Knie, was ich so gerne mag. Und von daher kommt das wieder rein und wird dann zu den Sommerkleidern gehängt. Da habe ich ja, ja, nachdem ich ja auch da ein bisschen was aussortiert habe, nicht mehr so viele.
Ich glaube, das ist dann Nummer 3. Ja, ein Sommerkleid. Und ich finde, das reicht dann auch. So, und jetzt kommen wir zu meinen Strickjacken. Ich hatte euch das schon mal gesagt, glaube ich, dass ich eine kleine Strickjackenfetischistin bin. Und ja, ihr seht, ich habe hier, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube 10 Stück oder so. Das ist schon eine Menge an Strickjacken. Und ja, ich, keine Ahnung, so viel Strickjacken braucht kein Mensch. Man kann ja eh immer nur die eine anziehen, ne? Von daher, ja, gucken wir mal, was da so weg kann. Die wird auf jeden Fall bleiben. Das ist meine, ja, Lieblingsstrickjacke. Ich habe euch die auch schon mal in einem Video, glaube ich, gezeigt. Ich liebe die einfach. Die ist toll. Die ist rosa, sie hat Rüschen und ja, muss ich noch mehr dazu sagen? Ich glaube nicht. Das ist the next one. Ja, ist ebenfalls von Vero Moda, genauso wie die, die ich euch gerade gezeigt habe. Ist auch so ein leichtes Ding für den Frühling und ja, die werde ich auch behalten. Weil die ziehe ich auch immer sehr gerne an. Ich mag die. So, hier haben wir so einen Kandidaten. Das ist auch wieder was fürs Frühjahr, aber die werde ich weggeben oder beziehungsweise wegschmeißen, weil die ist schon auch ziemlich alt. Die passt mir einfach nicht mehr. Die ist viel zu groß. Das funktioniert nicht mehr. Die habe ich mir mal beim Primark gekauft. Und ja, das ist so eine Kuscheljacke. Die ist an sich nicht schlecht. Aber durch dieses Kuschelige und Dicke sehe ich da auch aus wie ein Michelin-Männchen und ich möchte das nicht mehr. Als nächstes habe ich die hier. Das ist meine absolute Lieblings-Winter-Kuscheljacke. Deswegen habe ich die andere jetzt auch weggegeben. Ist auch aus so einem dickeren Strick. Kann man auch super im Winter tragen. Also die ist auch schön warm. Mit einem Schal geht das auf jeden Fall. Und macht sich super auf Röcke. Ja, und die behalte ich auch. Das ist ganz klar. So Mädels, ihr seht, es hat sich langsam gelichtet. Ne? Der Berg ist weg. Ich habe jetzt hier noch ja, Halstücher, Schals und sowas, das werde ich noch aussortieren. Jetzt, so sieht das aus. Ich werde euch das aber auch gleich nochmal zeigen, wenn es fertig ist, wie ich es jetzt sortiert habe und so. Und ja, jetzt widme ich nämlich noch den kleinen Teilen und dann kommt zum Schluss die Unterwäsche und ja, ganz zum Schluss dann noch Schuhe und so. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen Stopp gemacht, weil ja, sonst wird das echt zu lang. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 2 Stunden oder so beschäftigt. Von daher, ja, habe ich das Video so ein bisschen pausiert. Ich habe hier 2 Gürtel. Den einen werde ich behalten, den anderen ja, schmeiße ich weg, weil der ist schon ziemlich hinüber. Genauso wie das Ding hier. Da weiß ich nicht, das ist mal von der Jacke übergeblieben. Ja, weg damit. So ein Fell, so ein unechtes. Braucht kein Mensch. Weil, wie gesagt, die Jacke existiert ja auch nicht mehr. Dann habe ich hier noch so ein, ja, so ein Tuch. Das finde ich ganz schön. Das habe ich auch schon, ja, jahrelang wirklich. Kann ich zu vielen meiner Klamotten auch anziehen, weil ich halt diese Farben oft in meinem Schrank habe. Und ja, ich mag das gerade im Herbst. Und deswegen wird das bleiben. Genauso wie dieser Loop-Schal hier, dieser dunkelrote. Der wird auch bleiben. Ja, dann habe ich hier noch eine Mütze. Ja, ihr seht es, ne? Ich bin absolut kein Mützenmensch. Ich mag das nicht, wirklich. Und ja, meine Haare sind dann auch immer durcheinander und so, wie jetzt auch wahrscheinlich. Und deswegen kommt die weg, zumal ich auch noch ein paar andere habe, wie zum Beispiel die hier mit Bommel. Ja, kommt auch weg, brauche ich auch nicht. Behalten werde ich die hier, so eine schwarze. Ja, wenn es dann mal kalt wird, dann kann man die immer brauchen. Dann habe ich hier noch einen Schal, so, auch so einen Loop-Schal, den werde ich auch behalten. Das ist der... Ja, habt ihr auch schon öfters gesehen, ne? In meinen Vlogs jetzt, wenn es kälter ist, dass ich den anhab. Dann habe ich hier noch 2 Paar Handschuhe. Einmal so extra welche mit so schwarzen Dingern. Das ist nicht, weil das schöner aussieht, sondern das ist, da könnt ihr euer Smartphone mit bedienen. Fand ich ganz praktisch damals. Die sind so mehr für den Alltag, für die Arbeit. Und das sind so meine guten, wenn ich rausgehe. Das sind normale und die behalte ich auch beide. Ja, ich würde sagen, um die Schlüpper und BHs kümmere ich mich jetzt mal alleine, ne? Weil, ja, da muss ich euch, glaube ich, nicht jedes Teil zeigen. Ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, ohne Altersbeschränkung. Und ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Und von daher, ja, werde ich das jetzt mal alleine machen und wenn dann alles fertig ist gleich, dann hole ich euch wieder dazu. Ja, ich kann es gar nicht fassen, Mädels. Ich habe wieder Platz und ich habe immer noch mehr als genug zum Anziehen, glaubt's mir. Also das ist hier ein ganzer Schrank voller nichts zum Anziehen, ne? Wie wir Frauen immer so schön sagen. Ich lüfte das Geheimnis mal und ja, es ist ordentlich. Und ich hoffe echt, dass das jetzt so bleibt. Ich habe wirklich
radikal aussortiert. Ich habe hier oben meine T-Shirts. Seht ihr das überhaupt? Ja, ich hoffe. Dann habe ich hier Sporthosen. Da habe ich immer noch, ja, 2, 4, 5. Und eine habe ich ja noch an. Sind 6. Das reicht vollkommen. Hier in dem Schrank habe ich Jeanshosen. Gut, da habe ich jetzt nur 2. Beziehungsweise eines noch in der Wäsche. Also 3 insgesamt. Aber ja, ich muss sagen, damit kann man auch leben. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt gar nichts zum Anziehen. Ich möchte mir einfach mit Jeanshosen möchte ich warten, bis ich wirklich ganz abgenommen habe, also bis ich, ne, an meinem Ziel bin und mir dann wirklich schöne Hosen holen und auch hochwertige Hosen. Wieder von Only, so wie ich sie damals getragen habe, weil das sind und bleiben für mich die besten Jeanshosen. Jetzt geht's mal weiter hier mit den hängenden Klamotten. Hier habe ich Jacken, so eine, ja, Übergangsjacke, ne? Männer brauchen soweit ja nicht, aber wir Frauen brauchen Übergangsjacken. Meine Lederjacke, meine Geliebte, die ich euch auch schon gezeigt habe. Dann hier einen anderen Blazer, einen etwas wärmeren. Ja, nochmal so eine Übergangsjacke. Ist mehr so ein Sportding wirklich, wenn ich draußen mal, wenn ich denn mal laufen gehe. Ne? Ihr wisst, dass ich hasse Laufen, aber ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich es irgendwann mal tun werde. Deswegen behalte ich mir die. Und hier habe ich nochmal so eine Winterjacke von Kangaroos. Ist die, ja, das ist quasi meine, ja, Alltags-Sneaker-Jacke. So, dann haben wir hier die Abteilung, wie gesagt, hängende. Hier sind alles Strickjacken. 2, 3, 4 dickere Pullis. Na gut, der auch noch 5. Der hat zwar 3/4 Ärmel, aber ja, der gehört auch noch dazu. Dann habe ich hier, ja, mal einen schickeren Pullover. Den habe ich auch schon mal bei Videos oder in Videos angehabt. Der hat hier hinten so einen Netzeinsatz. Finde ich super schön. Ich habe den auch schon ziemlich lange. Ja, dann kommen hier Blusen. Da habe ich ja ziemlich viele. Und hier das, wonach ich schon öfters gefragt wurde. Das ist hier dieses Oberteil. Ja, wo viele schon gefragt haben von euch, wo ist denn das her? Und das steht hier so gut und alles. Das ist das hier. Ich ziehe da immer, ja, weiße Bluse drunter oder weiße Tunika, weil das halt kurze Ärmel hat. Und das ist wirklich schon uralt. Das ist, boah, mindestens 6 oder 7 Jahre alt. Habe ich von C&A. Ja, ist Jessica. Genau, Jessica ist C&A. Hier noch mehr Tunikas, ne? So Flattergeschichten, wenn es ein bisschen wärmer wieder wird. Meine Jeansbluse, die habe ich auch schon öfters angehabt in Videos, mag ich auch sehr, sehr gerne. Liebe Jeans. Dann habe ich hier, das ist eigentlich ein Kleid, ziehe ich auch als solches an, aber manchmal ziehe ich es auch als langes Oberteil an, auf eine, ja, gerade Jeans, da geht das auch. Da kann man das auch gut tragen, aber wie gesagt, es ist eigentlich ein Kleid, was ich mal bei Aldi auch gekauft habe. Aber ich mag das hier mit den Blumen, ne? Ihr wisst, ich stehe auf sowas. Deswegen auch hier, ne, wieder Blumen. Ja, kennt ihr auch von mir. Also eigentlich, wenn ich, ja, genau wie das, wenn ich die Klamotten mir so angucke, dann habe ich eigentlich das behalten, was ihr auch in Videos so bei mir seht, was ich so trage. Und das, ja, weil das halt auch das ist, was ich immer trage. Ne? Ich meine, wenn ich es nicht mögen würde, dann würde ich mich nicht für ein Video davor setzen, logischerweise. Beziehungsweise mir das nicht für ein Video anziehen. Ja, das Teil habe ich auch schon angehabt. So ein ganz normales lilanes Gedöns, das Zeug, wie gesagt, muss ich jetzt noch sortieren, weil ich habe das jetzt alles auf einen Haufen geschmissen und muss jetzt gucken, was jetzt davon wirklich wegkommt, also was ich wegschmeiße. Ich habe nichts auf den Vielleichtstapel gelegt, ich bin super stolz auf mich. Ja, und aber da muss ich jetzt aussortieren, was ich wirklich wegschmeiße, was ich in Altkleider gebe, also was ich spende und was wirklich noch so gut ist oder auch teuer war, dass ich sage, okay, ich möchte das gerne versuchen zu verkaufen. Auf den verschiedenen Plattformen. Und ja, das muss ich jetzt noch machen. Aber das mache ich jetzt off-camera, weil ich würde sagen, das Video ist jetzt schon lang genug. Ihr habt ja den Haufen gesehen, ne, der eben übergeblieben ist. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Schuhabteilung und wo ich meine Wäsche und so aufbewahre. Dazu nehme ich aber die Kamera wieder ab. Ja, zunächst einmal, das ist der Haufen, der wirklich dabei entstanden ist. Ne? Ihr seht, das ist schon ordentlich was, inklusive Taschen und so. Ja, Schuhe habe ich jetzt wieder nicht da drauf, aber da habe ich auch nur 3 Stück aussortiert insgesamt. Hier in dieser Schublade, in diesem Kallax-Regal, ne, was ich euch schon gezeigt hatte, habe ich jetzt meine ganze, ja, meine BHs, meine Nachtwäsche, Gürtel, Strumpfhosen. Hier unten
habe ich meine Sockenabteilung drin. Ich habe da schon einige aussortiert, muss ich sagen, aber es sind immer noch ziemlich viele. Hier habe ich die Kuschelsocken, die ich immer fürs Bett brauche. Ja, ich ziehe immer Socken im Bett an. Hände hoch, wer das noch tut und wessen Partner sich darüber immer beschwert. Aber ja, ich, wie gesagt, ich bin eine Frostbeule, ich brauche das einfach. Abends schön Füße eincremen und dann Socken an, Kuschelsocken an und dann kann die Nacht beginnen. Ja, da habe ich so Feinsöckchen drin, ja, wenn ich Pumps oder sowas anziehe und noch eine ganze Packung, noch, die noch zu ist. Und hier, wie gesagt, meine normalen Socken. Gut, Mädels, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen zuzuschauen, wie ich ausmiste. Und vielleicht habt ihr ja auch ja, die eine oder andere Inspiration mitnehmen können und sagt euch jetzt, hey, ich muss auch nochmal dringend aufräumen. Ja, ein Drittel müsste gut weggekommen sein. Ich finde, ja, da kann ich stolz auf mich sein. Weil vor allen Dingen, wenn ich so manche Sachen hier auf dem Bett liegen sehe, wo ich denke, da war ich echt am Zögern und dachte mir so, oh, okay, kannst du vielleicht noch behalten. Aber ja, ich habe dann echt gedacht, okay, komm, du hast das lange nicht mehr angezogen oder du fühlst dich darin einfach nicht wohl, du fühlst dich darin dick oder was weiß ich. Und ich fühle mich einfach damit nicht wohl. Ich mag eher lange Sachen, die wirklich bis über den Hintern gehen. Damit kann ich rumlaufen, damit fühle ich mich wohl, da muss ich nicht drüber nachdenken, oh, vielleicht sieht man hier eine Speckrolle oder da. Ihr Frauen werdet das kennen, denke ich. Und das brauche ich mit den Klamotten, die ich da drin habe, einfach nicht. Die Angst habe ich einfach damit nicht. Und deswegen ist jetzt das ganze Zeug geflogen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte mich verabschieden, ne? Tue ich jetzt auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann ne, gerne einen Daumen hoch dafür. Freue ich mich drüber. Und ja, ein Abo könnt ihr mir auch gerne hinterlassen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es euch fein und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!